Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Foodtour. Schatz war gerade einkaufen, der hat sich jetzt ganz schnell verkrümelt. Ich zeige euch mal schnell, was wir gekauft haben. Der hat nämlich schon Angst um sein Fleisch, weil das in die Tiefkühltruhe muss. Und ich habe es ihm gerade schon gesagt, er soll mal ein bisschen chillen. Einmal kamen von Carefree Slip-Einlagen mit für, ich glaube, 1,95 €. Die sind gerade beim Rewe im Angebot. Dann hat Schatz mir Blümchen mitgebracht. Voll schön. Ich glaube, das sind Rosen. Könnten Rosen sein. Die muss ich gleich mal ins Wasser stellen. So, ihr Lieben, ich musste einmal schnell den Akku wechseln. Wir waren, glaube ich, bei diesen mega schönen Blumen. Die werde ich gleich mal ins Wasser stellen. So, ab und zu bringt er mir mal Blumen mit, aber immer, wenn ich so den Wunsch äußere. Habe ich euch den Buttertoast hier schon gezeigt? Ich glaube, nein. Dann einmal hier dieser Rewe Buttertoast. Ich glaube, der kostet, ich weiß es gar nicht, 99 Cent oder so. Keine Ahnung. Dann hat Schatz noch Brötchen mitgebracht vom Bäcker. Das sind, glaube ich, 5 Stück. Dann kam von Ceva einmal Klopapier mit. Kostet 2,49 €, ist gerade auch bei Rewe im Angebot. Genauso wie die Ceva Küchenrolle hier ist im Angebot. Nicht Ceva, ja, Küchenrolle, kostet euch 1,45 €. Dann sind von diese Zinni-Minis hier im Angebot, Crispies, für 1,99 €. Ich stell die Tüte jetzt mal um, weil ich kann es auch hier anstellen. Leute, diese Küche ist einfach zu klein. Die ist nicht ausgelegt für sowas. So. Geht das jetzt so? Ich hoffe. Dann kam von, ja, ich glaube, der kostet 39 Cent. Ich schaue gleich so Pudding mit. Ich wollte eigentlich so Rama-Pudding haben. Der ist in so einer braunen Packung. Den gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Zumindest habe ich ihn bei den Online-Produkten nicht mehr gefunden. Deshalb kam zweimal dieser Sahne-Pudding mit. Ich schätze mal, der kostet, weiß ich nicht, 29 Cent oder sowas. Die sind ja immer relativ günstig von, ja. Dann hier einmal Eier. Ein Brot sieht aus wie ein Roggenmischbrot. Dann ist einmal Langnese-Eis im Angebot. Da habe ich jetzt einmal Vanille mitbringen lassen für 1,75 €. Ich tue das gleich mal hier, das tun wir unten rein. Dann sind von, wie heißen die? Del Verde oder so ähnlich, die Pasta im Angebot für 79 Cent oder 75 Cent. Da kam einmal diese Fusilli mit. Dann hat Schatz hier einmal Zahnseide mitgenommen. Das ist gut, wir haben nämlich fast keine mehr. Ich habe vergessen, welche zu bestellen. Dann ist einmal Paprika-Mix im Angebot für 1,11 €. Da habe ich mir überlegt, entweder aufs Brot oder mal irgendwie so, weiß nicht, Paprika gefüllt zu machen mit Couscous oder so. Dann ist von Dr. Oetker die Restaurante-Pizza im Angebot, jeweils für 1,55 €. Die war, glaube ich, auch schon mal günstiger, kann das sein. Ich habe das hier parallel schon mal richtig vor. Schatz, einen Herzinfarkt kriegt. Dann auch nochmal von Langnese für 1,75 € Schokoeis. Dann kam einmal Hähnchenbrust mit. Da hat der Rewe leider kein frisches an der frischen Theke. Ich weiß nicht warum. Die haben immer nur dieses abgepackte für, ich glaube, weiß nicht, bestimmt 2-3 €. Das hole ich jetzt in den Kühlschrank, weil das gibt es vielleicht morgen oder übermorgen.
Dann einmal Salami-Sticks. Dann ist gerade Hanuta und Hanuta-Riegel im Angebot für 1,49 Euro. Ich habe jetzt mal die Hanuta-Riegel mitgenommen, weil wir haben noch Hanuta und ich hatte die noch nie und ich wollte die unbedingt mal ausprobieren. Deshalb kamen die auch mit. Dann gibt es Haribo für 65 Cent. Da kam einmal diese Variante mit. Das sind das Goldbeeren. Goldbeeren. Ja, Goldbeeren. Die finde ich ganz lecker. Dann ist bei Rewe gerade Milka-Schokolade im Angebot. Wenn ihr 3 Tafeln kauft, kostet eine Tafel 59 Cent. Und dann kam noch eine hier so eine Milch mit 1,5% Fett. Für, ich weiß gar nicht, ob die immer noch 89 Cent oder so kosten, keine Ahnung. Oder nee, was hat Milch bei Rewe mal gekostet? 54 Cent, glaube ich, gell? Die war doch relativ günstig, aber ich könnte wetten, die kostet inzwischen auch mehr. Das war der Einkauf. Der Schatz keinen Zettel mitgenommen hat, weiß ich leider nicht, was er insgesamt ausgegeben hat, aber ich schätze mal so 30 Euro. Das ist bei uns eigentlich immer so. Der Standard, was wir an Einkäufen ausgeben. So ihr Lieben, das war der Food Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abonnement. Damit supportet ihr mich. Das würde mich mega freuen. Und ich werde euch das Video jetzt gleich schneiden und hochladen, damit ihr euch die Angebote noch abgreifen könnt. Video geht dann morgen online, beziehungsweise wenn es online ist, habt ihr es ja schon gesehen. Also egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video schaut und bis zum nächsten Mal.